Die Technikabteilung des Schmöllner Knopf- und Heimatmuseums. Im Dezember 2005 wurde die ehemalige Turnhalle als Museum seiner Bestimmung übergeben. Technik ist hier zu sehen, die Industriegeschichte der Stadt Schmölln dokumentiert. Ein Ziel von Schulklassen, ein rege frequentierter Ausstellungsort indes, ist das Museum in all den Jahren nie geworden. Mittlerweile wurde manches ausgeräumt. Nach dem Stadtjubiläum fanden, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, einige der spektakulären Festumzugsrequisiten hier ihren Lagerplatz. Das soll nun anders werden. Der Heimat- und Verschönerungsverein hat das Museum für sich entdeckt. Der Heimatverein will sich hier einbringen und helfen, das besser der Öffentlichkeit nahezubringen und dass man eben da ein Konzept arbeiten wollen zusammensetzen, beraten darüber. Und das möglichst bald. Der Zeit nach, ich sage, in den nächsten 14 Tagen muss es hier einen Ortstermin geben mit dem Bürgermeister, mit verantwortlichen Kollegen der Stadtverwaltung, mit interessierten Bürgern der Ausschüsse. Ich habe zum Beispiel auch Interesse mit dem Heimat- und Verschönerungsverein, dass wir aus den Dingen, die wir festgestellt haben in der Stadt, einfach ein Konzept machen. Kultur-, Tourismuskonzept, wo das reinpasst. Und da ist eigentlich nur aus meiner Sicht momentan jetzt handlungsfähig der Heimat- und Verschönerungsverein. Im Dezember 2005, da war ein hoffnungsvoller Anfang gemacht. Die Museumsgestalter indes gehen heute von ganz anderen Prämissen aus. Um die Ausstellung attraktiv zu machen, werden einige kosmetische Änderungen nicht reichen. Das weiß man auch im Stadtrat. Sicher brauchen wir hier Geld. Da müssen wir auch drüber reden, im Stadtrat. Das öffentlich machen, denke ich einfach. Aber ich will mal sagen, so viel Geld ist für den Moment gar nicht notwendig. Nee. Das Ganze ist relativ ausgefüllt, indem vieles in Raum gestellt ist, um das Volumen ansehnlich zu machen. Hier lassen sich viele Maschinen, die jetzt im Eiskeller oder wie heißt das, Braukeller, Wasserkeller im Zentrum liegen, lassen sich hier mit Sicherheit zur Ausstellung bringen. Die Technikabteilung des Schmöllner Knopf- und Heimatmuseums soll zu neuem Leben erweckt werden. Mit dem Heimat- und Verschönerungsverein ist ein Gremium angetreten, hier Verantwortung zu übernehmen.